Erste Mal in Graz und somit auch das erste Mal am 15 Seconds Festival. Es herrscht eine echt tolle Atmosphäre hier, viele tolle Personen aus der digitalen Marketingbranche, viele tolle Vorträge und ich bin noch sehr gespannt, was alles auf uns zukommen wird. Wir freuen uns sehr, ein Teil vom 15 Seconds Festival zu sein und auch einen Beitrag hier als Sponsor zu leisten und natürlich auch zu speaken, auf den Bühnen hier Workshops abzuhalten und dem Publikum Data-Driven Marketing näher zu bringen. Ich bin jetzt zum zweiten Mal beim 15 Seconds Festival und durfte auch zum zweiten Mal einen Workshop zu Data-Driven Business geben. Und es macht immer wahnsinnige Freude, mit ganz unterschiedlichen Menschen einen Workshop zu halten, von Startups bis Studenten bis Head of Sales. Und das Schönste ist, zu sehen, was der jeweilige mitnehmen kann. Und die generelle Stimmung am Festival ist wirklich sehr schön. Das 15 Seconds Festival ist für uns jedes Jahr eine besondere Freude, herzukommen. Wir sind mit einem großen Team hier, ich glaube diesmal 30 Leute von unseren 110. Und es ist untereinander ein super Austausch, eine Inspiration von außen. Auch das, was wir selbst vortragen dürfen, ist immer sehr spannend in der Vorbereitung. Und es freut uns, dass wir mit Kunden hier wieder in Kontakt sind, persönlich, in einem sehr entspannten und inspirierenden Umfeld, aber auch mit neuen Kontakten, sowohl die Mitarbeiter werden wollen oder vielleicht auch neue Kunden werden wollen, in Austausch zu treten. Das Festival war wirklich sehr inspirierend und hat mir neue Denkansätze gegeben. Und es hat mich auch wirklich gefreut, dass wir einen Einblick in unsere Daten- und Kreationsprozesse geben können. Das waren zwei spannende Tage. Es haben Themen nicht gefehlt wie New Work und Diversity. Und ich glaube, das können wir super gut in unsere Unternehmenskultur einfließen lassen. Und wir konnten auch einige Talente für uns gewinnen. Kann ich dir zustimmen, Evgenia? Ich war das erste Mal beim 15 Seconds Festival. Es war ein tolles Event. Ich habe viele Connections gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich durfte heute mit der Mona und der Chef, Kollegin von mir, ein Herzensprojekt von mir präsentieren, und zwar regressionsbasierte Attribution oder cookielose Attribution. Und wir haben dabei den Ansatz gewählt, dass wir halt nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich auch ins Detail gehen. Und das Feedback war schon mal sehr gut. Und ich bin auch ehrlich gesagt erleichtert, das war mein erstes 15 Seconds Festival. Und jetzt lassen wir eigentlich nur das Festival noch ausklingen und dann freue ich mich auf nächstes Jahr.